Ja, Matt ist ein sehr pfiffiges, unternehmungsfreudiges Pferd. Also er reist sehr gut. Das ist für mich ein gutes Gefühl, wenn es nach Tokio geht. Er springt sehr gut. Das ist auch sehr wichtig als Vielseitigkeitspferd. Hat super viel Spaß im Gelände. Ist im Moment auch wirklich gut drauf, in guter Form und in der Dressur immer besser geworden, sodass ich wirklich sehr zuversichtlich bin und mich richtig freue. Matt ist schon ein sehr spezielles Pferd. Er ist sehr skeptisch erstmal allen gegenüber, vor allen Dingen zu fremden Personen. Man muss wirklich sehr, ja, ruhig mit ihm umgehen. Er ist sehr sensibel, aber das zeichnet ihn auch irgendwie aus und macht ihn auch da sehr besonders. Und ist schön zu sehen, wie er dann am Ende einen auch vertraut und wenn man mehr und mehr mit ihm so zusammenwächst. Die Möhren mag er am allerliebsten, dann kommen die Äpfel und Banane findet er nicht so gut. Ich kenne ihn schon seitdem er 4 Jahre alt ist. Wir sind damals nach Frankreich gefahren und haben ihn dort ausprobiert, der Nikolaus Prinz von Kreu, sein Besitzer und ich. Und haben ihn dort dann als 4-jähriges Pferd gekauft. Damals auch schon sehr beeindruckend, wie er gesprungen ist. Da war noch nicht so ganz sicher, geht der mehr in Richtung Springpferd oder doch Vielseitigkeitspferd und hatte beim Gelände so viel Spaß, dass wir auf jeden Fall sicher sind, dass er in der Vielseitigkeit richtig aufgehoben ist. Also in der Dressur braucht er tatsächlich doch ein bisschen Motivation. Da hat man das Gefühl in der Arbeit selber, wenn er die Sachen dann verstanden hat, dass er das dann auch gut findet und sagt, okay, kann ich ja doch, dann machen wir das. Aber wenn er sich was aussuchen könnte, dann würde er doch lieber in den Springparcours oder ins Gelände gehen.